Moin. So, heute reden wir mal darüber, wie man an DJ-Gigs kommt. Das ist nämlich gar nicht so leicht. Und es existieren viele Gerüchte, an die ich früher vielleicht selber geglaubt habe. Und ich will jetzt hier mal versuchen, die Erfahrungen der letzten Jahre in dieses Video einfließen zu lassen, auf dass es euch ein besseres Bild gibt und dass es vielleicht manchen hilft, dann tatsächlich auch an Aufträge zu kommen, sozusagen. Und ich fange jetzt einfach mal davon an, was ich so alles gehört habe, wie es funktionieren soll. Sage ich jetzt einfach mal. Okay, also da wäre erstmal der Weg, ich laufe irgendwann, wenn ich mal nachmittags aus habe von der Arbeit oder von der Schule, in so einen Club rein. Und da steht dann der Besitzer, der nur auf mich wartet. Ich drücke ihm eine CD in die Hand, wo ich einen einstündigen Mix drauf gebrannt habe als MP3, wo eine Stunde lang House läuft und sag, hey, ich bin der und der und ich hätte gern, dass du mich buchst als DJ Freitagabend, dass ich bei dir auflege. So, das ist eine der Möglichkeiten. Dann die andere Möglichkeit wäre, dass ich mich zu Hause hinsetze, die Club-Homepage eingebe, auf Kontakt gehe und einen Mix hochlade und diesen Mix an eine E-Mail anhänge. Also den Link zu dem Mix und die an info@clubxxx schick und reinschreib, hey, ich bin der und der, ich würde gern bei dir auflegen, ich habe vielleicht hier und da schon aufgelegt oder bin Newcomer sozusagen und wann könnte ich denn anfangen? Jetzt ein bisschen übertrieben, klar. So, dann noch eine andere Möglichkeit ist, dass ich nachts, also abends dann, wenn Freitagabend ist, in den Club gehe und an der Bar frage und sag, hey, ich bin DJ, ich habe hier eine CD für den Clubbesitzer, könntest du dem die bitte geben und sagen, dass ich der bin und gerne hier auflegen würde? Auch eine Möglichkeit, die ich schon gehört habe. So, das waren mal drei und ich würde sagen, dass keine von diesen Möglichkeiten besonders viel Erfolg in sich birgt. Deshalb werde ich jetzt mal versuchen, ich habe mir hier so ein bisschen was aufgeschrieben, so ein paar Stichpunkte, die ich denke, schon mal in die richtige Richtung gehen. Es ist natürlich ein bisschen pauschalisiert, das heißt, es kann sein, dass man mit einer der Möglichkeiten, die ich gerade genannt habe, tatsächlich Erfolg hat. Aber ich denke mal, in der Tendenz wird es eher anders sein. Und wie ich denke, dass es ist, das werde ich euch jetzt vorstellen. So, also widmen wir uns erstmal der Frage, an wen wende ich mich denn am besten, damit mein Vorhaben Erfolg hat. Wende ich mich an den Clubbesitzer? Wende ich mich an den Barkeeper, der dann dem Clubbesitzer meine CD gibt? Wende ich mich an sonstige Mitarbeiter des Clubs oder wende ich mich an die Veranstalter? Wende ich mich an DJs? Es gibt ja verschiedene Personen, die in dem Spiel beteiligt sind. Und meiner Meinung nach bringt es relativ wenig, einem Clubbesitzer jetzt eine E-Mail zu schreiben. Erstens bekommt dieser Typ am Tag wahrscheinlich auf diesem info@club.de Account 10.000 E-Mails, darunter 5.000 Spams. Und 3000 schwachsinnige Mails von wegen, hey, hör dir meinen Track an oder wir haben eine neue EP rausgebracht oder nimm teil an unserer Verlosung oder so Zeug. Das heißt, wenn du da eine E-Mail an diese Adresse schickst, dann kannst du eigentlich so gut wie nie eine Antwort erwarten. Zweitens ist der Clubbesitzer meistens gar nicht so die richtige Ansprechperson für solche Geschichten. Die müssen sich um andere Sachen kümmern. Das heißt, die schauen, dass die Bar läuft, dass genug Geld reinkommt, dass der Club voll ist, dass die Veranstaltungen laufen, dass es keinen Stress gibt, dass die sanitären Anlagen funktionieren, dass die Belüftung stimmt, dass die ganzen Lizenzen abgeklärt sind und solche Geschichten. Und die haben meistens für solche Aufgaben wie buche ich jetzt den oder buche ich den gar keine Zeit. Das heißt, auch wenn du einem Clubbesitzer eine CD gibst mit einem Mix, der eine Stunde ist, kann ich dir eigentlich so gut wie garantieren, außer es ist vielleicht ein ganz kleiner Club oder so, dass die sich das meistens gar nicht anhören werden. Manche Clubs haben, oder viele Clubs sogar, haben solche Booking-Agents sozusagen, die sich darum kümmern. Das heißt, die buchen dann die großen Acts, nehmen Kontakt auf mit den Managern von diesen großen Acts, sagen wir jetzt mal, was weiß ich, irgendein bekannter Typ aus England, der da spielen soll. Dafür sind die dann zuständig. Das heißt, die Person wäre schon eher geeignet, sie anzusprechen. Allerdings sind die meistens genauso gestresst wie die Clubbesitzer selber. Und ein Barkeeper ist jetzt, denke ich mal, auch nicht die richtige Ansprechperson, weil die sind vielleicht nur einmal in der Woche da oder sind vielleicht nächste Woche gar nicht mehr da und kennen vielleicht nicht mal den Clubbesitzer oder wurden von einem anderen Typ eingestellt. Also ja, so viel dazu. Meiner Meinung nach und meiner Erfahrung nach geht das meiste
zumindest da jetzt, wo ich herkomme oder was ich so gesehen habe, über Veranstalter. Und was ist ein Veranstalter? Werde ich auch kurz erklären. Veranstalter kann eigentlich so ziemlich jeder sein, der eine Veranstaltung in diesem Club macht. Das heißt, jemand, der vielleicht jemand kennt oder jemand, der den Clubbesitzer kennt oder jemand, der einfach ein gutes Konzept hat oder der schon langjährig in dem Bereich arbeitet und bekannt ist, das heißt, der schon eine bekannte Partyreihe hat und jetzt noch eine andere machen will, der kommt eben in diesen Club rein und sagt, okay, Freitagabend, einmal im Monat mache ich meine Party, die heißt so und so. Wir haben dieses Musikprogramm und buchen jeden Monat oder jede Woche verschiedene Acts aus der Region und auch international. Das ist dann ein Veranstalter. Meistens ist es so, dass, oder es ist zumindest zum Teil üblich, dass der Veranstalter die Einnahmen an der Tür behält. Das heißt, wenn du in den Club gehst, 5 Euro Eintritt zahlst, dann bekommt es der Veranstalter. Wenn du an die Bar gehst und für 5 Euro einen Cocktail kaufst, verdient der Club daran. Das ist meistens so ein bisschen die Aufteilung. Es gibt dann auch andere Modelle, wo dann der Veranstalter noch die Türsteher zahlt und solche Sachen. Also ist auch jetzt nicht so pauschal zu sagen, aber ich sag mal so, es ist eher in der Regel. Und diese Veranstalter sind auf jeden Fall, denke ich mal, die Personen, die man dann ansprechen könnte. Und am besten, meiner Meinung nach, ist immer noch persönlich, weil, ich weiß nicht, E-Mail-Kontakt schön und gut, aber E-Mail ist immer anonym. Der weiß nicht, wer bist du, wie alt bist du, machst du das schon eine Weile oder wie kommst du rüber, ist er dir sympathisch, vertraut er dir, sagt, okay, der kann es tatsächlich oder der ist jetzt so ganz neu dabei und hat eigentlich noch nicht wirklich Ahnung und auch noch nicht so vielleicht, keine Ahnung, das technische Know-how oder das Wissen darum. Irgendwie eine Party gut zum Brodeln zu bringen, sage ich jetzt einfach mal. Ja, also wie gesagt, Ansprechpartner, um Bookings zu bekommen, ist meiner Meinung nach der Veranstalter. So, noch kurz zum Thema Veranstalter. Jetzt werdet ihr natürlich fragen, wenn ich jetzt abends weggehe in diesen Club, dann sind da 1000 Leute oder 500 Leute und wie soll ich denn wissen, wer der Veranstalter ist? Zum Teil ist es so, der Typ ist gar nicht da oder ihr werdet ihn nicht erkennen, weil er wird kein Schild mit Veranstalter um den Hals tragen. Deshalb, wenn ihr das versucht sozusagen, also ihr habt, sagen wir mal, eine CD oder ihr habt gar keine CD, ihr wollt einfach erstmal vielleicht einfach mal mit diesem Typen reden, sagen, hey, ich bin der und der, ich lege jetzt seit einem Jahr auf, ich mache das und das und meine Mixes hören sich so und so an und ich wollte mal fragen, ob es eine Möglichkeit gibt, vielleicht mal ein Warm-up-Set zu machen. Das halte ich zumindest für eine gute Herangehensweise. Also ich würde an keinen Typen als totaler Newcomer jetzt, also wenn du ein alter Hase bist, dann brauchst du das Video eh nicht schauen. Aber als Newcomer würde ich jetzt nie zu einem Veranstalter gehen und sagen, ey, ich will den Main-Slot am Samstagabend, weil ich bin der beste DJ der Welt. Also glaube ich, kommt nicht so gut rüber. Ja, wie findet man diesen Veranstalter? Also zum Teil, ihr kennt ja Facebook, ihr bekommt dann vielleicht so eine Veranstaltungseinladung. Da ist es manchmal ganz einfach, weil der Typ, der euch einlädt, ist gleichzeitig der Veranstalter, ist aber nicht immer so. Zum Teil kann man das sogar erkennen. Bei der Veranstaltung steht dann dran, also bei eingeladene Leute oder nimmt teil, steht dann in Klammer Veranstalter oder auf Englisch Promoter in dem Fall, falls ihr englisches Facebook habt. So viel dazu. Oder eine Möglichkeit, und die würde ich gar nicht unterschätzen, wenn eine Party vorbei ist, sagen wir mal um 5 oder 6 Uhr morgens, sind meistens nicht mehr so viele Leute da. Das heißt, es ist schon mal ein bisschen leichter herauszufinden, wer eigentlich an der Party beteiligt ist und wer nur Gast ist. Und der Veranstalter wird meistens entweder Backstage rumhängen oder vielleicht mal hinterm DJ-Pult mit den Künstlern reden oder so. Und an eurer Stelle würde ich jetzt nicht in den Club rennen und am ersten Abend sofort sagen, oh, ich muss diesen Veranstalter finden, hey du, kennst du den Veranstalter, weißt du, wer das ist, ich muss mit dem Typ reden, ich brauche hier einen Auftrag, sondern einfach mal easy angehen und generell ein Tipp an euch, wenn ihr jetzt sozusagen neu seid, vielleicht seit einem halben Jahr aufgelegt und diese Euphorie habt, die kann ich total verstehen, dass ihr jetzt vor Leuten spielen wollt, dann versprecht euch nicht zu viel und glaubt nicht, dass es sofort im nächsten Monat das Booking wird oder dass ihr sofort im nächsten Monat in dem Club eurer Träume spielen werdet, vor der Crowd eurer Träume, sondern versucht mit realistischen Erwartungen an die Sache ranzugehen, sonst werdet ihr leicht enttäuscht, weil es gibt nun mal auf dieser Welt, in der Zeit, in der wir leben, 1 Milliarde DJs, so wie es mir manchmal vorkommt. Und deshalb, natürlich will jeder live im Club auflegen und dieser Veranstalter ist vielleicht auch manchmal ziemlich bombardiert mit Angeboten. Sogar in vielen Fällen ist es so, dass er einfach sehr viele Anfragen bekommt. Also erwartet mal noch nicht zu viel. Aber wie gesagt, der gute Tipp ist von mir, bleibt bis zum Ende von der Party, bis die Lichter angehen
Und dann zeigen sich meistens so die wichtigen Personen, wenn sie überhaupt da sind, und eben auch der Veranstalter. Und zum Beispiel kann man auch den DJ mal fragen und sagen, hey, wer macht eigentlich die Party hier? Ist ja jetzt keine verbotene Info, kann man einfach mal fragen. Und dann sagt er vielleicht, ja, der Typ steht gerade drüben, der mit der blauen Jacke und dem Bier. Und der Typ ist vielleicht gerade, steht halt da, schaut sich das so ein bisschen an, du stellst dich einfach mal neben ihn und sagst so, hey, du machst die Party, habe ich gehört, voll cool, lässig, lass ich. Laberst halt irgendwie ein bisschen mit ihm. Wäre eine Möglichkeit. So, eine andere Möglichkeit ist natürlich, wie ich gerade schon gesagt habe, mit den DJs zu reden, denn zum Teil sind viele DJs, also zumindest denke ich mal so, auch Veranstalter, die haben vielleicht eine eigene Party und wurden gerade aus dem Grund gebucht, weil sie eben durch eine eigene Party bekannt geworden sind. Das heißt, die kennen sich in der Szene schon gut aus und können sagen, ja, tatsächlich, wenn du neu bist, wir machen da immer so einen Newcomer-Contest, der ist alle 3 Monate. Ich gebe dir mal hier mein Facebook, schreib mich einfach mal an, dann bekommst du eine Einladung, nimm doch einfach mal teil und schick uns dein Set. Vielleicht gewinnst du ja irgendwie einen Slot und spielst dann dort oder so. Wo wir gleich beim nächsten Punkt sind, nämlich DJ-Contests. Es gibt mehr als man denkt. Deshalb lohnt sich es auch zum Teil auf Facebook mit verschiedenen Veranstaltungen. Die haben ja zum Teil so Seiten, einfach mal gefällt mir zu klicken oder befreundet zu sein, weil da wird dann einfach oft geschrieben, hey, wir haben nächsten Monat einen DJ-Contest und schick deinen Mix hier ein oder mach einen Kommentar und send uns dann deinen Mix per E-Mail. Und ja, so wird man dann aufmerksam auf solche Seiten, solche Sachen. Das ist zum Teil auch noch ein Tipp. Aber so unterm Strich würde ich sagen, Veranstalter und die DJs sind so die Personen, mit denen man am meisten reden sollte, wenn man wirklich es darauf anlegt, jetzt irgendwie in den nächsten 3 Monaten mal ein Warm-up spielen zu können, weil, wie gesagt, Clubbetreiber anzuschreiben, halte ich jetzt nicht so für die beste Möglichkeit. Was noch eine Möglichkeit ist, sollte man auch gar nicht unterschätzen, sind einfach die eigenen Freunde. Ich meine, jeder hat ja Geburtstag und mit Freunden teilt man ja oft mal gemeinsame Musikgeschmäcker. Und wenn jemand irgendwie aus meinem Freundeskreis da mitbekommen hat, dass das sozusagen meine Begeisterung ist, Musik aufzulegen als DJ, sagt er doch vielleicht, hey, warum spielst du nicht an meinem 22. Geburtstag mal 3, 4 Stunden auf meinem Geburtstag? Der muss nichts zahlen, bekommt kostenlos Musik, kann auch vielleicht sogar noch dir sagen, was du ungefähr spielen sollst oder gibt dir vielleicht sogar Tracks oder so. Und auf dieser Party sind dann vielleicht 50, 60 Leute und vielleicht gefällt es 2 oder 3 von denen richtig gut. So gut, dass sie zu dir herkommen und sagen, hey, wie lange machst du denn das schon? Und dann sagst du halt, oh, seit gestern, lol. Keine Ahnung, auf jeden Fall, du sagst denen dann halt, dass du das gerne machst, dass es dein Hobby sozusagen ist, dass du jetzt vielleicht gerade erst anfängst seit einem halben Jahr und dann sagen die, hey, voll geil, ja, ich habe in 2 Monaten auch Geburtstag, hättest du vielleicht Bock, da bei mir zu spielen? Und zack, schon wieder hast du sozusagen einen Auftrag, auch wenn du vielleicht gar keine Kohle dafür bekommst, ist ja auch erstmal Bums. Dazu komme ich übrigens nachher noch, was das angeht. Und dann spielst du tatsächlich wieder und dann hast du wieder vielleicht 50 Leute, wo dann vielleicht wieder einer kommt und sagt, hey, das war cool, hat mir gefallen und so weiter und so fort. Dann gibt es noch eine Möglichkeit, die ist mit Vorsicht zu genießen, aber die gibt es auch. Das sind Abi-Partys, das heißt, man könnte sozusagen, ich kenne mich damit zwar überhaupt nicht aus, aber man könnte vielleicht sogar Kontakt zu Schulen aufnehmen und sagen, hey, so und so, ich bin ein DJ, der auflegt so dessen den Musikstil. Wenn ihr Abi-Leute habt, die Abi-Partys organisieren, sagt denen das doch bitte und gibt denen meine Kontaktdaten. Ich denke, da besteht eine gute Chance, dass eine Sekretärin in der Schule das dann tatsächlich auch machen wird und dass sich vielleicht auch einer von diesen Organisatoren von Abi-Partys, die ja meistens selber aus den Abi-Gängen sind, sich dann bei euch melden und sagen, hey, wir haben gehört, du bist ein DJ, du legst das und das auf, wie wäre es, wenn du bei uns spielst? Wir würden dir tatsächlich auch was bezahlen. So, wäre auch eine Möglichkeit, obwohl ich selber ehrlich gesagt noch nie auf so einer Party gespielt habe und es auch eigentlich nie wollte. Jo. Noch eine Sache, und zwar die Herangehensweise, was man an diesen Typen gibt. Also ich rede jetzt gerade von DJs oder Veranstaltern sozusagen, wo du jetzt weißt, okay, der macht eine Party und der lädt auch gerne Leute ein, die gerade neu sind oder die vielleicht mal Musik spielen, die nicht jeder spielt. Ist auch immer ganz gern gesehen, dass man sozusagen, wenn du jetzt weißt, du spielst jetzt Zeug, was vielleicht viele gar nicht mögen, kann auch eine Möglichkeit sein, dass gerade der das dann interessant findet und sagt, das will ich mal auf meiner Party probieren. Bei einem Warm-up-Set ist es meistens so, dass nicht so viel Schaden entstehen kann, weil wenn du um 11 anfängst zu spielen und um 1 wieder fertig bist, kommen die meisten Leute erst ab 1. Es kann natürlich auch frustrierend sein, weil du dann vor einem leeren Club spielst. Aber dieser Typ wird da sein und zuhören und wenn er sieht, du kannst es und du hast einen eigenen Stil, da hast du auf jeden Fall schon mal einen Pluspunkt.
So, also Herangehensweise, wie gesagt, ich würde nicht empfehlen, einfach wie gesagt in den Club zu rennen und nur so mit diesem vordergründigen, mit diesem Motiv auf die Leute zuzugehen, von wegen, dieser Typ ist einfach nur ein Schlüssel für mich, um jetzt mir die Party zu eröffnen. Denn diese Typen, die machen das in vielen Fällen nicht wegen dem Geld oder so, sondern sie machen es einfach, weil sie die Musik lieben, weil sie selber davon überzeugt sind, weil sie das mit dem Herzen machen und klar wirft es vielleicht ein bisschen Geld ab oder so, aber in den meisten Fällen stellt man sich das viel zu utopisch vor. Meistens kommen die vielleicht, wenn sie Glück haben, auf Null raus oder so. Und denen geht es tatsächlich um die Musik und diesen Spaß dabei. Und wenn du jetzt nur dort auflegen willst, weil du weißt, dann stehen die Girls auf dich oder du bekommst da Freigetränke oder du bist dann so der Macker da, dann werden diese Leute das auch erkennen, weil die machen das meistens schon eine ganze Weile und die wissen, wer macht es wirklich, weil ihm das Herz dafür blutet sozusagen, weil er die Musik einfach so liebt, dass er diese Musik live präsentieren will und dass er, weil er dort so viel Spaß dran hat, oder wer macht es nur für Geld oder ja, halt nur so für die Show sozusagen. Also sei einfach ehrlich, sei du selber, red einfach mit den Leuten, die Leute sind ganz normal und ich würde es nicht gleich beim ersten Mal, wo ich mit dem rede, sagen, hey, ich weiß, du bist der Veranstalter, ich würde gern gebucht werden, ich lege so und so lange schon auf und weiß, dass ich es kann, sondern ich würde es einfach anders angehen. Warum redest du nicht mit ihm über Musik oder so? Frag ihn, warum er diese Party hier macht und was für Musik er gerne hört oder so. Also ich würde es alles auf diesem, ich würde es gar nicht irgendwie so auf diese Schiene laufen lassen, dass du ihn sozusagen nur ausnutzen willst. Weil wenn du das wirklich willst, dann glaube ich, kannst du das eh knicken. Nun gut, also wie gesagt, Ehrlichkeit währt am längsten und mach einfach das, was dir dein Bauchgefühl sagt, sei du selbst und geh selbstbewusst auch an die Sache ran. Genau, und wenn du ihn dann vielleicht ein paar Mal getroffen hast, kannst du ja mal erwähnen, dass du auch auflegst und dass es dir vom Sound her gefällt, wenn es dir gefällt und dass du dir vorstellen kannst, dass dein Sound reinpassen würde und ob er vielleicht mal einen Warm-up-Slot frei hat. Und wie gesagt, bei Warm-up-Slots, da sitzen die Spendierhosen meistens relativ lässig, das heißt, wie gesagt, ist kein großes Risiko dabei. Und es besteht eine realistische Chance, wenn du dich nicht ganz blöd anstellst, dass du in geraumer Zeit, sagen wir mal, vielleicht innerhalb der nächsten 2, 3 Monate dann, einen solchen Warm-up-Slot erhältst. Und wenn du deine Sache gut machst, kann es gut sein, dass du noch einen kriegst und noch einen. Und vielleicht dann tatsächlich auch mal so einen Main-Slot oder so. Wie gesagt, es geht einfach darum, die Sache von Herzen zu machen und dahinter zu stehen. Voll philosophisch. Genau. Jetzt fasse ich es nochmal kurz zusammen. Wie gesagt, ich habe mir mal so eine kleine Liste gemacht. Einfach nur nochmal rekapitulieren. Also wichtige Ansprechpersonen, der Veranstalter, DJs. Möglichkeiten gibt es auch noch bei DJ-Contests. Nicht zu hohe Erwartungen haben, sondern Selbstbewusstsein und nicht so schnell aufgeben. Ich weiß gar nicht, wie viele Jahre lang ich Abfuhrten bekommen habe. Also wie gesagt, wenn du es wirklich liebst, das zu machen, dann machst du es auch weiter, auch wenn jetzt 5 Leute sagen, nö. Dich lasse ich nicht auflegen, oder wenn du 5 E-Mails schreibst und keine, oder 50 E-Mails schreibst und keine Antwort bekommst, einfach dranbleiben, weil wenn du wirklich machst, wofür dein Herz schlägt sozusagen, dann wirst du irgendwann Erfolg damit haben. Es ist einfach so. Zumindest glaube ich daran. Genau. Was habe ich mir noch aufgeschrieben? Ja, also bis zum Ende von dem Gig bleiben ist immer eine gute Möglichkeit, um zu sehen, wer macht hier Musik, wer veranstaltet hier, was für Leute gibt es hier noch so. Dieser harte Kern sozusagen bleibt meistens bis zum Ende und mit den Leuten kannst du dann mal ein Gespräch anfangen, wenn du willst, weil ich denke mal, es bringt jetzt nichts, in den Club reinzulaufen und um 23 Uhr einen Gast zu fragen und sagen, hey, ich bin auch DJ, dann wird er sagen, cool, bin voll dicht. Und der hat vielleicht gar nichts mit der Sache zu tun, sondern ist einfach nur ein Gast. Okay. Ich überlege gerade noch. Ja, eigenen Stil entwickeln, also ich habe das in schon vielen Videos gesagt. Ich glaube, es gibt einfach so viele DJs und so viele, die das Gleiche spielen. Versuch, wenn du ihm eine CD oder so mitbringst oder auch wenn du jetzt auf Facebook ihm einen Link zu einem Set schickst oder so, wo auch immer das liegt, versuch diesen Mix interessant zu gestalten. Das heißt, wenn du nur Minimal Techno oder nur Hands Up oder nur Dubstep oder nur Drum and Bass spielst, versuch doch auch mal irgendwie ein anderes Genre mit in diesen Mix einzubauen, zumindest ein paar Tracks oder so. Versuch es abwechslungsreich zu machen, weil es gibt 5 Millionen Menschen, die nur House spielen oder nur Hands Up eine Stunde lang und einfach nur diese Tracks verwenden. Und ich persönlich
finde es auch meistens relativ langweilig, nur so ein Set zu hören, wo eine Stunde lang nur House läuft und sonst nichts oder nur Hands Up oder so. Also höre ich mir meistens vielleicht dann nicht mal an oder ich höre nur die ersten 5 Minuten rein und sage so, okay, spule ich durch und sehe, dass das die ganze Zeit das gleiche ist halt, nur vielleicht andere Tracks oder so, dann ist es relativ uninteressant. Genau, also eigenen Stil entwickeln sozusagen und sich irgendwie aus dieser Masse irgendwie hervorheben. Auf Bezahlung oder so will ich jetzt mal gar nicht eingehen. Das ist ein anderes Thema und wahrscheinlich nochmal so ein Video. Übrigens, sorry, dass es so lang geworden ist, aber ich denke mal, ich würde es jetzt nicht so gut verpacken können, wenn ich jetzt das alles in 3 Minuten sagen müsste. Ja, und was noch ganz wichtig ist, was ich vorhin noch nicht erwähnt habe, wenn du dann tatsächlich deinen ersten Gig irgendwie hast in einem Club, dein Warm-up zum Beispiel, dann bereite dich auch vor, also informier dich, welche Technik ist in dem Club. Du willst es nicht, dass du zu Hause nur mit deinem Laptop und was weiß ich, Sync-Button auflegst und dann plötzlich stehen da nur Plattenspieler oder bei der DJ-Competition sagt er dann plötzlich zu dir, ja, wir aber hier nicht mit Laptop, sondern wir spielen nur CDs und Platten, weil es ist eine Competition und Sync-Button ist nicht erlaubt. Also bereite dich vor, informier dich ein bisschen, was für Technik wird dort stehen, mach dich vielleicht sogar vertraut damit, also schau dir mal, was weiß ich, wenn es ein CDJ ist. Informiere dich, welches Modell es ist. Geh auf Google, geh auf Bilder und schau dir mal diesen CDJ an, was der für Funktionen hat. Hilft immer auf jeden Fall. Und üb auch so ein bisschen dieses Verkabeln, weil meistens sind diese Situationen ziemlich stressig. Du kommst an, bei einem DJ-Contest sind 5 DJs, jeder spielt eine halbe Stunde und du hast nur 5 Minuten zum Umstecken oder so und dann fängst du schon an, weil der andere dann aufhört mit seinem Set. Also mach dir im Kopf schon mal vorher klar, wie muss ich was einstecken, damit dann auch wirklich nachher Musik aus dem Teil dann kommt. Dass man seine Musik kennen muss, muss ich gar nicht erwähnen. Bei DJ-Contests hilft es oft schon zu wissen, was man spielen will. Das heißt, man hat zum Teil vielleicht sogar schon eine Struktur und sagt, okay, es ist jetzt kein kreatives Eingehen auf die Crowd, sondern ich bereite eine 30-minütige Präsentation meines Geschmackes vor und mische die nicht vorher ab, sondern ich überlege mir das mal im Kopf oder so und brenne vielleicht die CD so, dass ich dann Track 1, 2, 3 hintereinander habe, aber er mischt es trotzdem irgendwie kreativ ineinander und live vor allem. Also nicht, dass du es hier irgendwie vorher aufnimmst und dann nur auf Play drückst. Aber manchmal hilft es schon, sich tatsächlich so einen kleinen Überblick zu verschaffen, was werden vielleicht für Leute da sein, was nehme ich für Musik mit. Also sowas, so weit sollte man dann schon gehen in der Vorbereitung, weil du willst nicht, dass du dein erstes Warm-up extrem verkackst und der Typ dann danach sagt, naja, meh, war nicht so der Hit. Du willst, dass er sagt, ja, der kann tatsächlich was, hat einen eigenen Stil, voll cool, werde ich mir überlegen, ob ich ihn nochmal buche. Jo, genau. Das wäre soweit was. Es wäre soweit alles, meine ich. Wenn ihr noch Fragen habt, und ich denke mal, die werden kommen, bitte unter dem Video oder auf Facebook DJ SAP eingeben und mir dort eine Nachricht oder einen Kommentar hinterlassen. Ansonsten kann ich nur sagen, lasst euch nicht entmutigen. Es gibt viele Clubs und es gibt sehr viele Partys. Kommt drauf an, wo du bist. Also in der großen Stadt hast du viele Partys, in der kleinen Stadt hast du vielleicht wenig Partys, aber wenn du in der kleinen Stadt in eine der wenigen Partys reinkommst, hast du eine gute Chance, öfters gebucht zu werden, weil es vielleicht da gar nicht so viele DJs gibt und somit nicht so viele Anfragen auf diesen Veranstalter. Wohingegen in der großen Stadt gibt es viele DJs, aber auch viele Partys. Ja, bleib einfach dran, sei du selbst, zieh dein Ding durch, mit Selbstvertrauen und sei vor allem mit dem Herz dabei. Machst nicht nur wegen den Girls und den Freigetränken, sondern machst wegen der Musik. Das ist die Nachricht des Tages. Und ja, wünsche euch viel Erfolg auf jeden Fall. Lasst mich wissen, wie es euch ergangen ist und ob euch vielleicht der ein oder andere Tipp was gebracht hat. Und vor allem, wenn ihr selber Tipps habt, bitte diese Tipps anbringen. Auch gerne per Videonachricht. Also hier unten dann einfach Videoantwort sozusagen. Erlaube ich ihr alles. Passt schon. Jo, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Viel Spaß.